Noch 24 Stunden bis zur Öffnung der Wahllokale. Jetzt nimmt der Wahlkampf doch noch einmal an Fahrt auf. Für das Regierungslager Schwarz-Gelb kommt ein neues Schreckgespenst angefahren. Eine neue Umfrage des Meinungsinstituts INSA zieht die eurokritische Partei Alternative für Deutschland im Bundestag. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht? Damit kann es für die Regierungsmehrheit knapp werden. Auch in Mannheim kämpfen alle Parteien bis zum Schluss. Die AfD wird sich hierbei von anderen Parteien besonders absetzen. Wir haben auch nicht das zu verantworten, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Ihre Forderungen scheinen auch bei einigen Wählern auf Gehör zu stoßen. Der Partei selber werden aber nur wenige Chancen eingeräumt. Die AfD, die ist noch nicht so ausgewogen, was die überhaupt genau wollen. Also die kommen für mich noch nicht in Frage. Wenige Meter vom AfD-Stand entfernt kämpfen zeitgleich die Liberalen um den Wiedereinzug ins Parlament. Besonders nach der verlorenen Bayernwahl kann es eng werden. Die Helfer am Wahlkampfstand betonen, Deutschland brauche eine liberale Partei. Wir brauchen die FDP erstmal, weil wir jede Art von Lebensform gut finden. Umfragen zufolge könnte es für die FDP knapp werden. Auch Brüderles Zweitstimmenkampagne wird von der Union, aber auch vielen Wählern skeptisch betrachtet. Ich kann den Versuch verstehen, allerdings denke ich nicht, dass es viel bringt, weil wenn die CDU da nicht entsprechend mitmacht, was sie ja nicht tut, dann gibt es da eigentlich keine große Chance. Nach diesem letzten Wahlkampftag ist das Ergebnis noch völlig offen. Von einer Koalition ganz zu schweigen.